darfst du deines Amtes walten. Zettel raus ans Pult. Ja. Wer der ist, ab ist der Gewinner? Ziehe ich mir diese Brille über und wir kommen nun zum Preisträger in der Kategorie Wissen und Bildung. Und ein Grimme Online Award 2015 geht an NetWars, Out of Control. Droht uns ein Cyberkrieg? Ist er schon da? Cyberfall. Killswitch is 0 days unmanned combat. The invisible threat. In der fünfteiligen interaktiven Webserie NetWars Out of Control führt ein diabolischer Cyberwaffendealer ein in die Welt moderner Kriege. Welche Angriffe sind möglich? Welche finden schon statt? Unterstützt wird er dabei von zahlreichen Experten. Hacking wird mit Sicherheit eine der meistgebrauchten Waffen der nächsten Zeit. Die lineare Erzählung unterbrechen außerdem Informationen zum eigenen digitalen Verhalten sowie konkrete Handlungsanweisungen. How would you like to take a little quiz? Spielerisch und mit der geschickten Vermengung von Fakten und Fiktion kommt das Thema nahe, sehr nah. Viel näher, als man es hoffentlich selbst je erleben wird. Welcome to our little shop of opportunity. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie schon anhand dieses kurzen Einspielers sicherlich erahnen können, ist das hier nicht nur Wissen und Bildung, sondern eine ganz neue und sehr intelligente Form der Unterhaltung. Die Macher nutzen verschiedenste Medien, um ein Thema in diversen Variationen und Mutationen zum Leben zu erwecken. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ein derart innovatives Format hier ausgezeichnet wird. Zur Begründung der Jury: Ist das Krieg? Leben wir im Krieg? Bin ich in Gefahr? NetWars Out of Control lässt den Nutzer darauf seine eigene Antwort erleben. Geführt durch die direkte und eindringliche Ansprache eines Protagonisten, dessen Nähe verstörend und anziehend zugleich ist. Dem Nutzer wird distanzlos, fast übergriffig, sein digitaler Fingerabdruck ins Bewusstsein gerufen. Eindrucksvoll sensibilisiert NetWars Out of Control für essentielle Themen des Internetzeitalters wie Vertrauen und Transparenz. Liefert dabei aber auch Hilfe zur digitalen Selbsthilfe, wenn es darum geht, die eigene Internetnutzung sicherer zu gestalten. Herzlichen Glückwunsch. Dann bitte ich jetzt die Verantwortlichen von NetWars Out of Control zu uns, und zwar Michael Grotenhoff und Lena Thiele. Um Cyberattacken gibt es ja gerade viel Lärm, gerade aktuell auch auf dem Bundestag. Wie seid denn ihr auf die Idee überhaupt gekommen, dieses Projekt umzusetzen? Ja, das hat schon eine etwas längere Vorlaufzeit. Also Cyberattacken gibt es mittlerweile schon seit 7, 8, 9 Jahren. Und wir haben das journalistisch sozusagen in einer Fernsehdokumentation vorbereitet und ja, gemerkt, wie brennend dieses Thema ist, und haben uns damit dann intensiver auseinandergesetzt. Dann hört man aber auch immer wieder von den einzelnen Leuten so, ja, Cyberattack auf dem Bundestag, was habe ich eigentlich damit dazu? Und ich habe nichts zu verbergen. Was hat der Einzelne damit zu tun? Ja, das ist immer wieder genau die Reaktion, dass man sagt, das hat mit mir nicht viel zu tun. Und das haben wir versucht, in der Webdoc klarzumachen, dass das gar nicht so weit weg ist und auch nicht so abstrakt, wie sich das alles so anhört. Und wir haben das Thema personalisiert und wir haben es quasi auf den Computer der Nutzer gebracht. Und wenn man in der Webdoc unterwegs ist, ich glaube, dann versteht man, was wir meinen, weil wir sind sozusagen direkt auf der Festplatte unterwegs. Und wir haben gerade gehört, die Jury fand es auch toll, dass ihr den Nutzer da nicht alleine lasst, sondern auch Hilfestellungen mitbietet.
Ich will natürlich auch nicht alles verraten, was vorkommt, weil man soll sich ja natürlich auch noch selbst durchklicken. Aber kann man sich im Netz eigentlich hundertprozentig sicher bewegen? Nein, nein, definitiv nicht. Und das war uns auch klar, dass man im Endeffekt gegen so eine Form von Cyberattacken, hier geht es ja auch um Cyberkrieg, nicht wirklich etwas machen kann, weil das nochmal auf politischer Ebene stattfindet. Aber trotzdem ging es darum, dass wir trotzdem im alltäglichen Leben mehr Aufmerksamkeit haben und natürlich auch kleinere Dinge tun können, um nicht völlig irgendwie in der Wehrlosigkeit zu verhaften. Ja. Dann herzlichen Glückwunsch zu diesem Grimme Online Award. Nehmt Kai Wiesinger noch mit auf euer Foto.